Wow. Ja, also, ach komm, Diggi. Komm her, komm. Put, 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 putze. Sag mal, warum stelle ich mich gerade so bescheuert an? Hallo? Ich stelle mich gerade echt bescheuert an, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Nein, du fällst nicht runter. Gut, danke. Eine Dekonat. Du, 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 du. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke den A-Knopf. Achte auf das grüne Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Ja, moin. Hey. Warte mal. Ich glaube, wenn ich das hier zuerst mache, scheint eine Kiste. Wow. Wow, einfach wow. Was ist hier eigentlich drunter? Nichts. Nichts. Aber Yuki, wie geht's dir? Was machst du so? Hallo? Haben wir das auch schon mal. Du gehst schon mal weg. Du gehst auch weg. Gut. Du bist auch tot. Hä, wo ist jetzt die Kiste aufgetaucht? Ach, da hinten! Oh lol, ich dachte, die große Kiste taucht auf. Also ich dachte, die kleine steht da unten drinne. Oha. Wow. Wenn ich jetzt. Ich hole mir jetzt erstmal die kleine Kiste. 5 Rubine. Wollt ihr mich flachsen? Cool. Die Zwille, die Feenschleuder, Zwille, wie man es nimmt. So, damit hätten wir jetzt erstmal schon mal vorerst bis zu Dunges Höhle unsere Standardausrüstung. Aua. Top, 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 top. Deko-Kerne gefunden. Oh nein, oh nein. Tschüss. Geh weg. Lass mich in Ruhe, du elendige Fledermaus. Nein, nicht runterfallen. So, wir könnten jetzt natürlich nach ganz unten springen. Da war noch der Kompass fehlt und ich weiß, dass wir. Oh nein.
Und wir aber wiederum hier noch lang müssen. Zack. Zack. Dürüm, dürüm. Bada, ba, 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 ba. So, man denkt sich jetzt so, nein, man geht da einfach rüber. Nein, da hängt eine Skulti da oben. Also, noch eine Spinne. Nee, nee, nicht mit mir. Tschüss, ich kletter jetzt hier so hoch. Der Kompass. So, normalerweise müsste man jetzt die Leiter sich runterschießen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Wow. Lul. Zwei Schritte nach vorne gemacht. Hey, ich konnte laufen während einer Katze. Okay. Aua. Aua. Ne, tschüss. Lass mich in Ruhe. Hui, oh. Oh, aua. Verdammt. Nicht cool gewesen. Nicht cool gewesen. Da ist ein Deko-Händler drüben. Unfair. Unfair, ihr Säcke. Nee, 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 das feiere ich überhaupt nicht. Hä? Ach so, genau. Das brauchen wir später noch. So, erstmal die Tür aufmachen. Zack. Zack. Und nochmal zack. Ach so. Da befindet sich einfach auf der anderen Seite schon ein Deko-Händler. Zack. Aber der bleibt ja uns Gott sei Dank auf der einen Höhe nur. Hier ist keine Skulltie. Zack. Zack. Hey, ja, lol. Unfair. Weil wer kommt bitte schön auf den Gedanken, dass man sich hier vorne die Fackel holt? Also, eine Fackel. Dann hier reingeht. Zack. Und zack macht. Niemand. Spiel vorbei. Toll. Das war's mit Zelda Ocarina of Time Master Quest. Doof. Schade. Dürülüp, dürülüp. Oh Gott, no.
No fucking way. Und Herz. Wow. Achso, um die Fackeln anzuzünden. Auch richtig. Ja, toll. Ja, tschüss. Tschüss. Bye, have a great time. Schneller, 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 schneller. Oh nein. Oh nein. Lass mich bloß da hoch. Uff. Hä? Hier ist noch eine Truhe. Halleluja, jetzt sag mir nicht, die ist unter dem Zeitenfels. Ja, moin. Ja, oder, warte mal. Ist noch so ein Firm? Nö. Okay, dann liegt's wirklich daran, dass die unter dem Zeitenfels ist. Aber hey, wir müssen ja sowieso nochmal hierher zurückkehren wegen Skulltees. Yay. Coole Sache. Oben glaube ich auch noch, ne? Ja. Du stirbst essen. Nein. Weg, weg. Tschüss. Ach, stirb doch einfach. Ich wollte gerade sagen, hä? Dillip. Rupee. Hey, wir sind wieder voll. Coole Sache. Nee. Zack. Und tschüss. Alle tot. Alle tot. So, hätten wir mich jetzt erst deaktiviert und dann uns mehr oder weniger die hätten wir sie erst aktiviert, dann wäre nämlich aus den Fledermäusen Feuerfledermäuse geworden, so. Ergo hätten wir eventuell unser Schild verlieren können. Coole Sache, ne? Jetzt mache ich aber noch das andere gerade auf. Oh, das ist ja auch so ein Ding. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Nein, du kriegst mich nicht. Und tschüss. Hä? Leuchtschlag gegen das Ding? Hä? Lol, ist wieder was dazugelernt. Geht das hier nicht? Lul, Rubin. Geht das hier nicht? Keine Ahnung. Geht das hier auch? Ne? Ja, vielleicht. Ja, noch ein Rubin. Ne? Lol.
Habe ich wieder was dazu gelernt. Hier müssten eigentlich. Ja, nee, kommen wir nicht dran. Und tschüss. Nein, danke. Verzichte darauf. Boah, 35 Minuten schon. Nehme ich auf. Ja, moin. Geh weg, geh weg, geh weg, lass mich in Ruhe, lass mich in. Nein! Oh Gott, wehe, du schubst mich hier runter. Ey, na, hallo, wie lange überlebst du denn? Mann! Es geht weg! So, du verkaufst doch was, ne? Ich gebe auf, wie wäre es, wenn ich dir ein Dekoschild verkaufen würde? Ne? Und tschüss. Ich habe noch mein Dekoschild. Also hier hätten wir noch ein Dekoschild bekommen. Gut, hätten wir das geklärt. Ja, stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt. Das kennt doch alles. Das kennt man doch alles so. Ich fange immer an, in diese Position zu gehen. Aber nein, das kann ja auch so sitzen. Ist ja nicht so anstrengend. Und hier müssen wir den Stein sogar runterschieben. In der Normal Version, sag ich mal, hätten wir auch da den Stein links benutzen können, um links an die Fackel zu kommen. Aber nein, hier müssen wir nur runterschieben. Ja, ich bin zu Multi. Ach, geh weg. Mann, lass mich. Nur, hä? Okay, hätte ich auch gehört, aber trotzdem wundert es mich. A little bit. A little bit wundert es mich. Und zack. Boah, es dauert immer so lange. Und hopp. Bam. Oh, verdammt. Nee, nee. Zack. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge hier war. 3, 2, 1, 3, 1, 2, ich glaube ja. Aua. Hallo, komm raus. Oh, war sogar richtig. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich und meine Brüder. Tja, aber wirklich Schande über dich und deine Brüder. Und damit kommen wir schon zum ersten Boss. Bob. Zum ersten Boss in diesem Spiel. Chips mit Eis. Hört sich eklig an. Wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Badum, Hallöchen, Popöchen, wie geht es Ihnen? Du 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 du. Oh, verdammt. Oh nein. Wow. Komm, du bleibst doch bestimmt dastehen. Komm, 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 komm. Ah, na, nein. Put, 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 sei brav. Oder ich habe verfehlt. Nein. Ach, nö.
Ach ja, als ob. Oh, ich finde aber die Melodie, die Musik einfach so edel. In Bosskämpfen. Hä? Wow. Finish. So, Herzteil bitte einsammeln. Dankeschön. Hopp. Oder Herzcontainer vielmehr. Damit haben wir den ersten Boss erledigt und den ersten Tempel geschafft. Juhu. Dick waren wir.